Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Deponia. Wir haben in der letzten Folge ja mit Cletus gesprochen und die ganze böse Wahrheit über Deponia und Elysium erfahren. Und jetzt werden wir erstmal ein bisschen weitermachen hier, denn wir haben in der Zwischenzeit auch mal ganz kurz eben nachguckt, wie es weitergeht. Wir müssen uns Verkleidungen basteln und dafür haben wir jetzt erstmal den Mob in die Suppe getaucht. Und jetzt haben wir einen Öling-Mob. Den können wir natürlich jetzt hervorragend mit der... Das ist nicht der Stoff, wenn überhaupt, erinnert... Genau. Das ist nicht, wenn über... Das ist nicht der Stoff, wenn... Hehe! Das sieht Cletus' Frisur zum Verwechseln ähnlich. Hehe! Okay, das müssen wir wahrscheinlich... Hör auf da, geh raus. Das müssen wir wahrscheinlich hier drüben im nächsten Screen machen. Machen wir mal ganz kurz eben die Mobstange plus den Schnörkel. Jetzt haben wir im Prinzip einen Haken. Da können wir jetzt hier im Prinzip den Lampenschirm holen. So, und haben jetzt einen Lampenschirm. Aha. Zusammen mit dem Lampenschirm sieht die Flagge aus wie der Umhang von diesem Cletus. Fehlt nur noch die schleimige Frisur. Kriegen wir hin. Das wird noch cooler als meine alte Lampenschirmnummer. Improvisiertes Cletus-Kostüm, okay. Das ziehen wir mal kurz an, würde ich sagen. Und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich 2 Sit-Ups. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Wie könnte ich? Haben Sie denn die Datasette bereit? Ja. Und? Wo ist sie? Ach, ich schussel. Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Beeilen Sie sich, Mann. Uns läuft die Zeit davon. Okay. Wie kriegen wir das jetzt weiterhin? Das habe ich schon wieder keine Ahnung. Cletus könnte echt ein Erst von recht. Ich vercheck's jedes Mal mit dem Menü. Und hoffe, dass das jetzt einfach funktioniert. Finger weg, verdammt! Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesiealben. Nein. Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Ohne die Datasette komme ich nicht an den Organons vorbei. Das ist ja wohl dein Problem. Hör mal, Rußschmutz, Rufus. Mir ist es doch egal, wer Gold zu mir bringt. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffen es die Organons mit Sicherheit. Aber ihr nehmt mich dann trotzdem noch mit, oder? Verzieh dich. Gold ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist ihr Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht dir gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat, ist das Implantat noch intakt? Ich glaub schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Golds Implantat werde ich Deponia nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Hier hast du die Datasette. Aber wenn sie wach ist, bringst du sie unverzüglich hierher. Ist das klar? Und gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? Ja, ein netter Mensch, dieser Cletus.
So, einmal kurz wieder umgezogen. Genial. Diesmal habe ich... Halt! Und? Was und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Na klar. Hier ist sie doch. Keine Panik. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Und überhaupt, was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum? Kommen Sie her, Mann, damit ich Sie sehen kann. Aber, Amtmann, seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Lassen Sie den Botschafter passieren. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat, umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wieder zu beschaffen und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Das stimmt doch, Herr Botschafter, oder? Natürlich. Puh, das war brenzlig. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen. Ich bezweifle ohnehin, dass sie nochmal drauf reinfallen. Okay, ich bezweifle irgendwie, dass das jetzt eigentlich so eine gute Idee war, aber okay. So, dann wollen wir mal. Irgendwelche Spuren. Phosphorlache haben wir hier tatsächlich. Was ist hier passiert? Zum Glück beleuchten die Lampen den Phosphor. Im Dunkeln hätte ich die Spur nicht mal mit Sonarortung gesehen. Mehr Hinweise gibt es glaube ich nicht. Dann gehen wir einfach mal hier raus. Vielleicht finden wir eine Phosphorspur. Gerade gesagt zu dem Phosphat? Zum Glück beleuchten die Lampen den Phosphor. Im Dunkeln hätte ich die Spur nicht mal mit Sonarortung gesehen. Aha, eine Spur. Goal wurde offenbar in Richtung Ausgang geschlagen. Keine Angst, Schätzchen. Dann wollen wir mal folgen. Die Spur mal vollständig hier. Okay. Okay, ob mir das jetzt gefällt oder nicht, aber wir müssen da wohl durch irgendwie. So. Oh wei. Jetzt kein Heuhaufen, jetzt ein Nadelhaufen. Tja, freie Auswahl. Au, die nicht. Au, ah. Ah,
Die hier hat Respekt vor mir. Die nehme ich. Hey, das ist gar keine Nadel. Ich habe buchstäblich den Strohhalm im Nadelhaufen gefunden. Wer kann das schon von sich behaupten? Ach Gott. Oh, super. Was haben wir denn hier noch? Können wir noch was nehmen? Ich glaube, wir lassen es mal sein. Die Phosphorspur ist soweit in Ordnung. Das Gitter, können wir das hochbiegen? Ein Monster muss Goal verschleppt haben. Kein normaler Mensch bekäme das mit bloßen Händen auf. Damit geht's. So, ab in den Kabelschacht. Was macht der Walfisch da? Ich habe keine Ahnung. Aber gut, ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz heute ein bisschen früher Schluss. Ich muss nämlich ganz kurz mal eben zur Tür. Wir sehen uns dann später wieder. Bis dann. Alles Gute. Und nicht vergessen, Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Tschüss.